Hallöle! So, ja, es geht weiter mit Risen 3. So, man sehen. Mutter haben wir leider auch wieder dabei. Immer noch dabei, wie man auch immer sagen will. Und wir gehen einfach mal in den nächsten Kampf, oder? Es sind noch ein paar Sandteufel, die auf uns warten. Naja, ja. Wenn ich zu früh in den Kampf gehe, das kann die Aufnahmen nicht vertragen. Oder mein PC. Dann ist alles asynchron. Super. Na ja, egal. Das war schon eine ziemlich große Sache, mich einfach in den Dschungel zu schicken. Wie bitte? Na, die Piraten. Sie haben mich einfach weggejagt. So eine Frechheit. Der Dschungel ist gefährlich. Ich könnte tot sein. Ja, könntest du. Bist du aber nicht. Wenigstens einer, der Mitleid mit mir hat. Geht. Es ist schon wichtig, gute Freunde zu haben, nicht wahr? So, jetzt aber Schluss mit dem Palaver. Wir haben ja noch einen Tempel zu plündern. Ja, wer quatscht denn hier die ganze Zeit? Das bist du doch wohl. Ja, kein Wunder, dass sie den rausgeschmissen haben. Und vor allem Mitleid. Wir und Mitleid, wo denn? Ich glaube, der spinnt wohl. Wir haben doch kein Mitleid mit dem. Nicht ansatzweise, egal. So, Blutwurzeln. Aber wo laufe ich jetzt schon wieder rum? Aber ich habe da jemanden gesehen. Dann rede ich doch zuerst an. Wer ist denn das jetzt noch? Oh, hier haben wir Wasserfall. Das trinken wir doch mal ein bisschen. Und regenerieren uns während dem Gespräch. Alles praktisch. Fliegen mit einer Klappe. Oh, nochmal auch Proviant. Wir haben ja noch nicht genug. Und wer ist das? Cruise. Okay. Hey, du. Oh Mann, dem Gott sei Dank. Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, jemand wie dich hier zu sehen. Ich dachte schon, ich muss hier draußen elendig verrecken. Okay. Du bist hier gestrandet, oder was? Passender Name, sage ich dann nur. Was machst du denn hier? Ich dachte, das Tal hier sei verboten. Ich war auf Bu's altem Kahn und bin kurz vor der Küste von Bord gegangen. Ich wollte vor allen anderen auf der Insel sein. Tja, du siehst ja, wohin mich mein Ehrgeiz wieder gebracht hat. Nun bin ich wieder einmal Schiffbrüchiger an irgendeinem gottverlassenen Ort der Welt. Naja, immerhin hast du die gleiche Insel erreicht. So ist ja nicht. Kann ich dir helfen? Ach, ja. Kann ich dir helfen? Aber klar, Mann. Ich will hier raus. Überall lauert hier der Tod. Bring mich aus diesem verfluchten Tal. Das werde ich mir auch was kosten lassen, okay? Okay. Ich frag mich, ob die Eingeborenen wissen, dass hier verbundenes Tal entweiht hat. Naja. Was kannst du mir geben, damit ich dich hier heil rausbringe? Was du brauchst? Du bist doch ein Dämonenjäger. Ich hätte da einige interessante Steintafeln für dich. Oh, das klingt verlockend. Hey. So verlockend, dass ich schon wieder gehen muss. Nice. Naja, erstmal fangen wir an. Du machst solche Ausflüge öfter? Ich bin ein Unglücksrabe. Schiffbruch scheint meine Bestimmung zu sein. Die meiste Zeit meines Lebens verbringe ich damit zu warten, bis mich jemand aus meiner misslichen Lage befreit. Tja, ich würde mal sagen, das liegt an deinem Namen. ein Fluch, wenn man so heißt, hä? Warum wolltest du früher auf die Insel als alle anderen? Ich hörte, dass der alte Piratenkapitän Garcia irgendwo hier einen Schatz vergraben hat. Da konnte ich nicht widerstehen. Und? Hast du Garcias Schatz gefunden? Natürlich nicht. Der Scheiß interessiert mich auch nicht mehr. Ich will nur noch runter von dieser verfluchten Insel. Ja, und noch eine Quest. Yay. Okay, folge mir. Ich hol dich hier raus. Ja, bitte. Aber pass gut auf mich auf, ja? Ich will nicht als Futter für die Krabben enden. Ach, passt schon. Cruz schließt sich dir an. Yay. Noch mehr Quests. Jetzt haben wir 4 Gefährten. Als ob noch 2 nicht reichen würde. Nee. 3 Gefährten und mit mir sind es 4. So. Hey! Ich greifte mich einfach hinten an. Was soll die Scheiße? Ich muss was sagen, der müsste doch schon tot sein.
Da sieht man schon gar keine Lebensanzeige mehr und die Viecher leben immer noch. Gibt's das denn? So. Ich will jetzt mal gucken, wo soll man denn hinbringen? Sprich mit dem Orakel, der richtige Ort. Kieler? Böse verlaufen. Müssen wir den bis ins Lager der Piraten bringen? Hä? Okay. Es hat gar nicht ein Ziel markiert. Okay. Allein kommt ihr hier nicht mehr weg. Ich sollte mir helfen, raus aus dem Verbundenteil zum großen Tor zu gelangen. Ah, zum großen Tor. Warum wird das nicht markiert? Wie bei allen anderen... bei allen anderen Quests auch. Ich meine, da ist man doch schon gewöhnt, alles serviert zu bekommen. Und da ist bei einer Quest mal nicht... Naja, es war nicht die erste Quest, wo es mal nicht markiert ist. Es ist halt komisch. Bei allen möglichen Quests, da helfen sie dir und markieren es. Und bei ein paar wenigen Quests musst du dann mal selbst suchen. Oder halt, ja, selbst nochmal nachlesen. Wo genau hin? Das ist einfach zu einfach. Hä? Ach, da oben sind noch mehr. Nee, wir bringen den jetzt erstmal aus dem Tal. Ich mag, so viele Leute will ich jetzt auch nicht um mich rum. Ich finde es zwar geil, immer so ein paar Gefährten dabei zu haben, aber ich habe immer Angst, dass ich die dann doch mal verliere. Und ja, plötzlich ist halt weg und dann suchst du dich tot, wo der wieder ist. Mein Bruder hat gerade Probleme. Sonst geht's noch, Stefan. Alter, lass mich in Ruhe hier was aufnehmen. Da kommt der hier lachend, komisch lachend rein. Was auch immer der wieder für Probleme hat. So. Und hier sind wir jetzt im großen Tor. Reicht das? Oder noch ein Stück? Nee, das reicht. Wir sind da. Dem Himmel sei Dank. Ich danke dir, mein Freund. Ohne dich wäre ich da unten bestimmt verreckt. Hier ist die versprochene Belohnung. Ich denke, du wirst sie gut gebrauchen können. So, ich werde versuchen, mich bis zu Boos Piratenlager durchzuschlagen. Leb wohl, oder bis später. Halt die Ohren steif. Aha, und das hättest du allein nicht hingekriegt. Ich meine, so schwer war das jetzt auch nicht. Ist ein Ruckzuck da gewesen. Naja. Oh, da haben wir noch einen Alligator. Zwei sogar. Na toll. Ah, wie ist die Viecharsche. Hoppala, da habe ich den Mund schon wieder erwischt. Na, geschieht ihm recht. Die Nervensäge. Die Quest ist so passend beschrieben. Bezeichnet, naja. Wo gehen wir eigentlich hin? Das weiß ich noch nicht, aber du wirst es ja gleich sehen. Ich wollte nur sicher gehen. Man weiß ja nie, was einem hier im Dschungel so alles auflauert. Habe ich dir eigentlich erzählt, wie ich... Nein, das hast du nicht. Und es interessiert mich auch nicht. Du musst ja nicht gleich ausrasten. Ich kümmere mich doch nur um unsere Sicherheit. Dann mach das, aber halt die Klappe dabei. Ich muss mich konzentrieren. Na, sag das doch gleich. Ich bin still wie eine Leiche. Ja. Du bist alles andere als eine Leiche. Leider. Boah, verdammt. Mir brennt gerade die Augen. Was geht denn ab? Ah. Boah. Gerade mal. Ah. Augentupfen. Oh, jetzt war's besser. Mann, was war das jetzt? Von jetzt auf nun. Ach, meine Augen sind halt ein bisschen überempfindlich. Sobald da irgendwas reinkommt, brennen sie. Das ist echt unangenehm. Naja, jetzt bin ich ganz aus dem Kassett gekommen. Was wollte ich jetzt eigentlich nochmal tun? Wir hatten doch da noch andere Quests. Wir hatten... Ja, einmal das. Aber... Hä? Wir hatten doch irgendwo noch das mit Dings gehabt. Mit dem Orakel. Nee, wie heißt es?
Mit dem Krieger. Wo ist denn das jetzt hin? Die Quest. Wo drunter ist denn die jetzt? Hö? Steht gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Egal, wir können auf jeden Fall den suchen. Ach, das verschollen. Oh, ich bin ja auch blind. Naja, erstmal holen wir uns den Schatz. Den haben wir schon länger. Oh. Oh. Das ist eine nette Falle. Schön. Und ich bin knapp dran vorbeigelaufen, ohne zu merken. Diesmal ist er mir nicht aufgefallen. Wäre ja fast voll reingerannt. Boah, Alter. Ist das... Nee, das Vieh lebt noch. Das sah nur gerade so aus. Das hat wohl ein Mittagsschläfchen gemacht. Oh, Alter, wie ich den Mutt immer wieder... Sorry. Der Mutt steht ja eigentlich nicht wirklich im Weg. Nur sobald ein Gegner tot ist, wird der Mutt angegriffen. Gleich habe ich ihn. Und tschüss. Naja, ein bisschen leicht. Aber mit den Kontern ist eh alles leicht. Wenn man es raus hat. Nein, wenn du Alligator kriegst, komischerweise noch nicht ganz so hin. Oh. Der hat noch was für mich. Eine Kralle. Okay. So. Oh, das sind ja noch Spinnen. Naja. Aber ich will da rum. Ich soll nicht fortrennen. Das ist schon richtig, dass er mir in die Arme rennt. Yay. Noch mehr Spinnen. Wir hatten ja noch nicht genug. Hey. Was soll das? Wow, es ruckelt gerade wieder. Was ist denn los? Zu viele Gegner auf einmal. Soldat des Orakels wieder, okay. Gleich habe ich dich. Sehr schön. So, nochmal heilen. Als hätte ich nichts abgezogen gekriegt. Sehr schön. Hey, ah. Dir ist aber schon klar, dass hier alles drunter und drüber läuft, ja? Hä? Was meinst du? Na eben genau das. Du weißt nicht einmal, wovon ich rede. Du musst dich mehr um deine Crew kümmern. Sonst tanzen sie dir am Ende nur auf der Nase herum. Das mache ich doch. Außerdem, wenn alle Stricke reißen, verlasse ich mich ganz auf dich. Ja, ja. Wofür hat man denn eine Schwester? Naja, aber um meine Crew kümmern. Wie soll ich um meine Crew kümmern, wenn ich am Land bin? Ich kann nicht immer den Babysitter spielen für die. Auf der Nase rumtanzen. Wenn ich zurück bin, werde ich schon zeigen, wer hier der Captain ist. Aber jetzt graben wir erstmal ein... Ja, ich wollte gerade sagen, wo ist die Schaufel? Was will der den Boden rammen? Luft oder wie? So, der Schatz von Captain Finch. Und da müsste noch ein legendärer Gegenstand drin sein. Silberteller Piratenflagge. Hat schon so manche Seefahrer eingeschüchtert. Einschüchtern plus 10. Jupp. Sehr schön, die Bratenflagge. Hat das eigentlich zu den legendären Gegenständen gezählt? Ja, stimmt, war ja eins von denen. Mir fehlt aber immer noch ein paar. Oh, ich könnte nochmal Härte trainieren. Sehr schön. Uns fehlt ja immer noch 5 Stück oder so. Ja, 5 Stück. Uns fehlen uns noch 3 Hinweise dann. Somit. Okay. Jetzt aber verschollen im verbotenen Tal. Da muss ich da hoch irgendwie. Soweit ich das sehe nur und erinnere, ging es nur über die Baumstämme da. Anders kommt man da nicht hin. Oh, da haben wir noch eine Spinne. Ein Spinnilein. Hey, Spinnilein. Und fort ist er. So. Wo geht's hier hin? Ist eine gute Frage.
Obwohl, hier kommt man doch gar nicht weiter hoch. Warum ist das so eingezeichnet? Was soll das? Wow! Autsch. Ach, ging noch. Da kommen wir rüber, auf jeden Fall. Oh. Sandteufel hat noch eine Muschel für uns. Fast übersehen. Ah, und da hört man die Spinnen auch. Oh, ganz in der Nähe von der Behausung. Ja, viele hassen Spinnen. So ist es nicht. Und wenn es bei uns so riesige Spinnen gäbe, Alter, da würden manche kein Auge zu kriegen mehr. Ich meine, wenn ich dir helfen kann, sagen. Nee, lass mal. Alles gut, ich mach das schon. Ich kann auch ordentlich zupacken, wenn es sein muss. Ich kann es dir gerne mal zeigen. Also. Ich sag dir, lass es. Du tust dir nur weh dabei. Okay, dann später vielleicht. Ja. Okay. Er ist aber recht nett noch zum Mutt, trotz dass er nur rumnervt. Kämpf endlich! Ja, finde ich auch, oder? Los doch! Noch mehr Spinnen, yay! Und anscheinend wahrscheinlich noch ein Krieger des Orakels. Alter, ich könnte hier ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Mann, ist ja gut jetzt hier. Ja, alles klar. Ja, endlich besiegt. Mistvieh. Nerv. Lebt das andere Vieh noch? Ja, das andere Vieh lebt noch. Oh, endlich haben wir los. Mein Gott, Nerv. Bisschen nervig, muss man schon sagen. Aber gut. So. Ist da unten auch noch was? Das zeigt. Ach so, das kleine Fleckchen da. Nur blöd, dass man keine Höhenlinien hier jetzt sieht. Da kann man ja gar nicht sehen, was höher ist. Wow. Und weg ist er. Papagei und tschüss. Papagei. Mein Gott, ist das krass hier. Sieht ja richtig geil aus. Mit den Baumstämmen hier überall drüber. Und was für Baumstämme. Ich will nicht wissen, wie alt der Baum gewesen war. Okay, die rennt da einfach gegen. Das ist natürlich geil. Ist ja jetzt gut hier. Ja, finde ich auch. Ganz und gar nicht schlecht. Oh. Ist da vorne noch was? Kann ja sein, dass sie hier was verstecken. Nee, leider nicht. Risen eher nicht so. Risen 3 zumindest. Oh, nein, 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 nein. Oh, Alter, Hilfe. Oh, das wäre fast schief gegangen. Naja, ich habe genug Papageienflug. Da rette ich mich nach oben. Alter, wäre ich da fast runtergefallen. Leck mich doch am Arsch. Jejeje. Ach du Scheiße, wie ich gerade gedacht habe, ich falle da runter. Naja, vielleicht hätte ich Glück gehabt und wäre im Wasser gefallen. Das hätte ich überlebt wohl. Au, verdammt. Diesmal habe ich es nicht geschafft zu kontern. Oh, leck. Mein scheiß Husten. Ah, hey. Nerv. Ah, Hilfe. Seh nichts. Ha, diesmal habe ich gekontert. Patty, lass dich fertig machen. Sie lebt noch. Ja, sie lebt noch. Hat sie Glück gehabt. Hä? Irgendwo sollte doch hier der Krieger sein. Wo ist denn der? Oh, da Maka. Toter Krieger, er war sogar nicht alleine. Aber das war's mit ihm. Oh oh, der kommt nicht mehr zurück. Tja, tja, das war's mit ihm. Die wurden wohl anscheinend getötet. Von den zwei Golems. Naja, für einen normalen Kämpfer
ist das vielleicht ein bisschen schwer. Aber für uns ist ja kein Problem gewesen. Es war nervig, aber kein Problem. So ist es ja. Ich dachte schon gerade, hä? Hier müsste doch irgendwo sein. Und da liegt er auf dem Boden. Habe ich erst gar nicht gesehen. Kommt man eigentlich da drüben hin? Das würde mich mal interessieren. Oh, ich merke aber gerade, der Part ist eigentlich so gut wie rum. Und da drüben wäre auch mal cool. Alter, das probiere ich, glaube ich, in der nächsten Folge mal aus. Fliege ich da rüber mit einem Papageienflug. Ich meine, wir haben 46 noch was. Als ob wir die jemals noch gebrauchen könnten. Da drüben geht es auch noch irgendwo hin. Alter, ist ja geil. Das weckt meine Abenteuerlust. Oh, da haben wir noch Spinnen. Okay, die Spinnen. Ach, die Spinnen. Komm, mach mal jetzt. Nichts verschieben. Hier, gleich. Alles auf die Fresse. Mitten in die Fresse rein. Wie die Ärzte immer so schön sagen. Singen. Singen, sagen, wie man will. Markibäre. Wow. Ist hier noch irgendwas? Hier ist auf jeden Fall eine Sackgasse. Scheint es nirgendwo weiterzugehen. Außer wenn dich runterfallen lässt. Hä? Da oben ist ja ein Feuer. Kommt man da auch irgendwie noch hin? Frage ich mich. Ich frage mich echt, was da oben noch alles ist. Ich frage mich ja, gibt es da auch ein... Gäbe es da einen... Oh, da unten ist auf jeden Fall noch was. Gäbe es da einen normalen Weg dahin? Ich sehe mal keinen. Das ist eine gute Frage. Oh. Und was ich da sehe, ist gar nicht so auf der Karte begehbar angezeigt, so wie ich das sehe. Hm. Aber auf der Karte sieht es so aus, als würde es hier auch hochgehen. Dabei liegt das nur unter uns. Hm. Man, auf der Karte ist ein bisschen verwirrend. Alles angezeigt. Was sind da drüben eigentlich noch? Das sind ja irgendwelche... ja, Säulen. Naja, okay. Ach, so viel noch zu erkunden. Also in der nächsten Folge haben wir noch genug zu tun hier. Ihr könnt der Shani schlechte Neuigkeiten überbringen. Yay. Sprich mit dem Orakel, das mache ich zum Schluss in Nervensäge. Das wird ja auch damit sein, oder? Ich meine, so wie ihr vom Tempel redet, das müsste der Tempel wahrscheinlich vom Orakel sein. Naja, die wird sich ja freuen, wenn der Mutter herkommt. Naja. Okay. Ja, machen wir Schluss an der Stelle. Also, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.